Style Guides and UI Guidelines. Gestaltungsrichtlinien und Richtlinien für Benutzungsschnittstellen. In diesem Blog betrachten wir, welche Standards es in diesem Bereich gibt, welche Regulatorien, welche Gesetze Anwendung finden, und sie sollen in der Lage sein, die grundsätzliche Struktur von solchen User Interface Guidelines zu verstehen und wissen, was in diesen Richtlinien beschrieben wird und wie diese zu nutzen sind, um Interfaces zu bauen. Und sie sollen in der Lage sein, wenn eben eine bestimmte Frage auftaucht, wie zum Beispiel ein Button auszusehen hat, wie ein Schalter auszusehen hat in einem bestimmten Betriebssystem, in dem entsprechenden Dokument in der Richtlinie nachzuschauen und das nachzuvollziehen. Dieses Diagramm haben wir auch in einem anderen Blog besprochen, bei den goldenen Regeln. Und was wir hier anschauen, wir haben auf der einen Achse, wie generalisierbar diese Aussagen sind, und auf der anderen Achse, wie groß deren Autorität ist. Und wenn wir Prinzipien betrachten, die sind sehr generalisierbar. Das sind auch Prinzipien aus den 70er und 80er Jahren heute noch genauso gültig. Auf der anderen Seite bei Style Guides, bei User Interface Guidelines ist das natürlich nicht mehr der Fall. Die ändern sich mit jeder Betriebssystemversion. Was wir eher sehen ist, typischerweise je generalisierbarer die Aussagen sind, desto weniger konkret sind sie in der Umsetzung, und je höher die Autorität ist, man kann sie relativ einfach umsetzen. Nochmal Guidelines, hier zum Beispiel Hicks und Hartson, Developing User Interfaces von 1993. Was wir hier sehen, da ist der Unterschied zu den Prinzipien, zu den goldenen Regeln, die wir gesehen haben von Ben Schneiderman, gar nicht so groß. Das heißt, hier haben wir nur so ein paar mehr. Das heißt, man wird ein bisschen genauer. Und das ist jetzt, was wir sehen. Je spezifischer die Guidelines werden, desto genauer und umfangreicher werden die. Also wir hatten die 7 goldenen Regeln, die 3 Prinzipien von Alan Dix, und jetzt haben wir hier schon eine ganze Menge. Und wenn wir dann in ein konkretes Dokument reinschauen für Windows 10, für macOS, dann ist die Anzahl der Elemente, die diskutiert werden, die besprochen werden, die erklärt werden, viel, viel größer. Das hier nur ein Beispiel, was so dazwischen ist, zwischen den Prinzipien, die wir besprochen haben, und den konkreten User Interface Guidelines. Eine weitere Kategorie, die mit reinspielt, sind Standards. Die nehmen eine besondere Stellung ein. Die sind mit einer relativ hohen Autorität. Wir verpflichten uns teilweise in Projekten, uns an bestimmte Standards zu halten. Und hier gibt es Beispiele. Ja, wie wird ein Dialog designt? Wie ist ein Interface im Web zu machen? Wie stellt man sicher, dass Menschen mit Behinderungen auf Sachen zugreifen können, dass die Software benutzen können? Und da ist insbesondere der Standard 9241, Ergonomics of Human System Interaction, relevant, und er hat eine ganze Menge an Teilen. Den Teil 210 haben wir auch in einem extra Blog beschrieben. Da ist hier der Link drauf, Human Centered Design for Interactive Systems. Zum Beispiel der Teil 110, da geht es um die Dialogprinzipien, und da sind eben auch wieder Prinzipien benannt. Das heißt, wir sehen, in dem Standard werden Prinzipien aufgegriffen, die sich vorher auch in der Literatur finden, was nicht überraschend ist, weil natürlich der Standard ist ein Dokument, das aus einer Diskussion von Experten zusammenkam und eher eine Konsolidierung von Wissen ist, wie was Neues. Das heißt, wenn Sie in den Standard reinschauen und sich mit den Prinzipien auskennen, über die wir gesprochen haben, dann werden Sie nicht viel Neues finden. Jetzt gibt es auch Verordnungen. Hier zum Beispiel die Verordnung über Arbeitsstätten. Arbeitsstättenverordnung. Und da gibt es einen Punkt, da heißt es Maßnahmen zur Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen. Also das ist das Klassische, was wir im Büro sehen. Und da gibt es eben so allgemeine Anforderungen an Bildschirmarbeitsplätze, allgemeine Anforderungen an Bildschirme, Bildschirmgröße. Und da stehen dann so Dinge drin, dass der Bildschirm sich eben bewegen, höhenverstellbar und so weiter. Da stehen relativ viel drin, um eben das Arbeiten am Bildschirm nicht ungesund zu machen.
Ich will jetzt nochmal auf den fünften Punkt eingehen, weil der eben ganz direkt mit Mensch-Computer-Interaktion, mit unserer Veranstaltung zusammenhängt. Anforderungen an die Benutzerfreundlichkeit von Bildschirmarbeitsplätzen. Und was wir eben hier sehen, Bildschirmarbeitsplätze müssen mit einer entsprechenden Software ausgestattet sein, die für die Aufgaben der Mitarbeiter geeignet ist. Die Software muss sich mit den Kenntnissen und Erfahrungen, die eine Person hat, bedienen lassen. Und sie müssen eine Software haben, die es möglich macht, den Beschäftigten durch einen Dialog damit zu interagieren. Und er muss in der Lage sein, eben den Dialog zu beeinflussen und potenziell dann auch, falls Fehler auftreten, die beheben zu können. Das heißt, es ist auch auf einer sehr, sehr hohen Ebene. Was das dann konkret heißt, ist natürlich eine andere Sache. Das ist dann wieder eine Auslegung von der Verordnung. Aber das ist zumindest was, wo jeder Mitarbeiter kann das einfordern, dass sein Bildschirmarbeitsplatz eben dieser Verordnung über die Arbeitsstätten entspricht. Und das ist so in der Tradition von, ja, ich muss einen Arbeitsplatz haben, an dem gut gelüftet ist, ich muss einen Pausenraum haben und so weiter. Das heißt, das ist was sich so in der Tradition von Arbeitsschutz fortgeschrieben hat. Eine weitere Verordnung ist die Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz. Und das ist eine Verordnung, da geht es darum, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu Informationstechnik haben. Und das ist ein relativ umfangreiches Dokument, aber inhaltlich bezieht sich es eben sehr stark eben auch Vorgaben, die wir zum Beispiel vom W3C, was wir jetzt gleich noch sehen werden, haben. Und die Ziele der Verordnung sind eine barrierefreie Gestaltung von Informations- und Kommunikationstechnik. Also Leute mit Behinderungen sollen nicht benachteiligt sein in der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnik. Und ja, die Systeme, die Inhalte sollen zugänglich sein für die Menschen. In der Verordnung stehen dann die Einzelheiten nicht drin. Die sind dann eben auch wieder, da wird dann wieder Bezug genommen und ein Dokument, in dem eben sehr genau beschrieben wird, wie das umzusetzen ist, sind zum Beispiel die Web Content Accessibility Guidelines, also die Richtlinien zur Benutzung, zur barrierefreien Benutzung von Webinhalten. Und da wird eben gesagt, Leute müssen es wahrnehmen können. Und da heißt, naja, für Text braucht man nicht Textalternativen, für Multimedia braucht man Alternativen, wenn Leute es nicht sehen, hören können. Wir möchten eigentlich immer unterschiedliche Wege der Präsentation haben, dass es eben für Leute die Möglichkeit gibt, zu sehen und zu hören. Also, und da ist dann auch die Idee, wenn wir uns an die Barrierefreiheit halten, dass alle Nutzer davon einen Vorteil haben. Dass man zum Beispiel sagen kann, ja, ich kann mir es auch vorlesen lassen, wenn ich jetzt müde bin, die Website, obwohl ich eigentlich lesen kann. Das heißt, so eine Grundidee ist, dass wir damit eigentlich für alle was Besseres schaffen. Das eine ist das Wahrnehmen, dann das Bedienen und da geht es eben darum, ja, dass es mit dem Keyboard zu bedienen ist, dass wir eben Leute nicht unter Zeitdruck bei der Bedienung stellen, weil manche Leute brauchen vielleicht etwas länger, um was zu tun. Dass wir nicht irgendwas machen, was blinkt, wo dann Leute irgendwie einen Anfall bekommen. Ähnlich ist es mit den Eingaben, dass wenn Leute zum Beispiel die Tastatur nicht benutzen können, dass sie eine andere Eingabemodalität verwenden können und dass wir das unterstützen. Der nächste, also die ersten beiden Punkte, die kommen ganz stark eben aus den Behinderungen, aus den körperlichen Behinderungen. Der nächste hat auch mit Behinderungen in der kognitiven Form zu tun. Und da ist es so, dass wir sicherstellen sollen, dass Sachen lesbar, verstehbar sind, dass sich Sachen so verhalten, dass wir es voraussagen können, dass wir den Nutzer möglichst stark dabei unterstützen, dass er keine Fehler macht. Auch hier sehen wir wieder, das sind ganz klare Querbezüge zu den Prinzipien, die über lange Jahre sich in der Mensch-Computer-Interaktion etabliert haben und die publiziert wurden. Die Robustheit, auch wieder ein Link zu dem, was wir von Alan Dix gehört haben, ist auch wieder so ein Punkt, dass wir eben Systeme kompatibel mit anderen Werkzeugen machen sollen. Was ich jetzt im Rest von diesem Blog noch machen will, ist Ihnen Beispiele zeigen, wie User Interface Guidelines aussehen, damit Sie in der Lage sind, diese auch zu lesen. Hier ein User Interface Guideline.
Was beschreibt das? Was beschreibt so eine Richtlinie? Es beschreibt, wie Dinge aussehen. Es beschreibt, wie Dinge bedient werden. Es beschreibt, wie Dinge reagieren. Und so ein Stück weit auch, wie wir uns dabei fühlen sollen, dass es, wenn wir es nutzen. Im Normalfall muss ich als Entwickler von einer Benutzungsschnittstelle mir nicht die Guidelines genau durchlesen, um die Interfaces zu machen. Ganz häufig ist es so, wenn ich die Libraries verwende, wenn ich Bibliotheken verwende, wo ich zum Beispiel einen Knopf verwende, dann hat der schon das richtige Look and Feel, ohne dass ich eben jetzt sage, ach, das sind 3 Pixel und der Schatten ist so und so. Ähnlich ist es mit, wenn ich ein Interface-Builder, also wenn ich ein Werkzeug verwende, um meine Benutzungsschnittstellen zu machen, dann sind ganz viele von den Sachen, die in den Guidelines festgeschrieben sind, dort schon operationalisiert. Das heißt, wenn ich es mit den Werkzeugen mache, wird schon automatisch richtig. Und auch hier der Hinweis, lernen Sie die nicht. Also User Interface Guidelines braucht man nicht lernen, man muss aber lernen, die lesen zu können. Und das machen wir jetzt gemeinsam an Beispielen. Das sind die macOS User Interface Guidelines. Das ist die Hauptseite, wenn wir da drauf schauen, macOS Design Themes. Und dann sehen wir eben auf der Seite im Menü, es sind ganz viele Unterpunkte. Da geht es um Menüs, um Buttons, um Selektionen, um wie verwende ich die Touchbar, welche Art von Interaktionen habe ich. Und wenn wir jetzt mal genauer reinschauen, also da gibt es eben jetzt einen Abschnitt im Bereich Buttons zu Radio-Buttons. Da wird zuerst erklärt, was ist ein Radio-Button. Wenn ich das nicht weiß, kriege ich das erklärt. Und dann wird eben erklärt, naja, wie soll ich die verwenden? Und da steht eben drin, ja, die sollen einen ordentlichen Titel haben, dass Leute verstehen, was sie da auswählen. Wann verwende ich die Radio-Buttons? Und wann verwende ich Labels, wann mache ich ein Gruppenlabel, solche Sachen werden da beschrieben. Das heißt, wenn ich jetzt nicht weiß, wie ich das mit den Radio-Buttons mache, gehe ich da rein, lese mir das durch und danach weiß ich es. Ähnlich die andere Frage, Kontextmenüs. Wann soll ich Kontextmenüs verwenden, in welcher Form soll ich Kontextmenüs verwenden? Das haben wir hier bei Menüs, da gibt es eben so grundsätzliche Menüs und dann gibt es eben Kontextmenüs. Und da steht eben drin, ja, nur die wichtigsten Sachen ins Kontextmenü, die anderen Sachen ins andere Menü, dass eben die Hierarchiestufen auf maximal 2 Stufen beschränkt sein sollen. Das steht alles da drin. Das heißt, wenn ich ein Kontextmenü designen muss, lese ich mir das durch, weiß ich, wie das geht. Was wir jetzt hier sehen, ist schon iOS. Also das ist Human Interface Guidelines. Für iOS, also das vorige war es macOS, iOS, und jetzt haben wir hier zum Beispiel, wie gestalte ich den Navigationsbar, den Titel im Navigationsbar, und da steht eben drin, es gibt 2 Formen, es gibt den Standardtitel und den großen Titel, und dann sieht das eben entsprechend aus, und das ist ziemlich genau beschrieben, wie das zu tun ist. Ein weiteres Beispiel, auch wenn wir wieder schauen, in dem Guideline, da gibt es unter Views, gibt es Alerts, also wenn ich eine One-Message, eine Nachricht dem Benutzer, wie gestalte ich dies und wann tue ich das? Das ist auch an der Stelle wieder beschrieben. Und auch hier noch ein drittes Beispiel, auch nochmal in dem Bereich Ansichten, Views. Da gibt es Split-Views, also wenn ich eine geteilte Ansicht habe, wird eben beschrieben, wie die geteilte Ansicht zu machen ist, bis hin zu teilweise technischen Details, mit welcher Art von Layout das dann im Programmieren umzusetzen ist. Noch ein weiteres, auch aus der Mac-Welt, das WatchOS. Da wird auch gesagt, es gibt bestimmte Design-Themes, die man verwenden kann. Und wenn wir jetzt hier sagen, wie soll ich zum Beispiel ein Datum eingeben? Und das sind eben die unterschiedlichen, die bezeichnen sie als Pickers. Und wenn man das sieht, das sind wieder Interface-Elements, also Elemente der Interaktion, und da gibt es eben auch wieder Menüs, Bilder, Gruppen, und da gibt es eben die Pickers an einer Stelle, und da kann ich jetzt eben genau nachschauen, wie soll ich die implementieren. Und was wir da sehen bei so einem Kalender, da ist eben die Kalender, die 3 Räder, einmal für einen Monat, für einen Tag und fürs Jahr, und dann eben OK und Skip. Und eben das OK ist direkt unterm Kalender, Skip drunter. Das heißt, da muss ich nicht viel nachdenken, sondern ich schaue nach, wie das geht, und damit kann ich dann kreativ sein an anderer Stelle. Da wird relativ viel festgeschrieben, und das macht es natürlich für Benutzer einfach, wenn sich alle Entwickler dran halten, dann ist es konsistent über Anwendungen hinweg. Das heißt, wenn ich einmal ein Datum eingegeben habe, kann ich das auf allen anderen Anwendungen auch. Auch hier nochmal, wenn ich Warn-Nachrichten gebe, wie das dann aussieht, auch hier wieder genau die Beschreibung.
Jetzt kommen wir noch zum Material.io von Google, was insbesondere auf Android ist. Auch hier sehen wir einen ähnlichen Aufbau. Wir haben ein Menü, in dem viele Punkte mit drin sind. Hier können wir auch wieder nachschauen. Hier habe ich auch wieder zum Beispiel jetzt rausgesucht, wie verwende ich Sound als Feedback. Und da wird eben dann erklärt, was ein Earcon ist und wie das eben zu verwenden ist und wann man es verwendet und so weiter. Und wenn ich jetzt mich frage, soll ich da einen Sound machen? Wie soll der Sound sich anhören? Was für eine Art von Sound ist eigentlich akzeptabel in der Anwendung? Dann kann ich mir das durchlesen und danach die Entscheidung treffen. Ähnlich, was wir hier sehen, auch wieder eine grundlegende Sache, die Prinzipien für die Gesteninteraktion, wird eben gesagt, es muss alternative Interaktionen geben, es muss einfach zu nutzen sein und es muss uns eine taktile Kontrolle geben. Und auch hier wieder, da gibt es dann wieder genauere Sachen, wie man das umsetzt. Und das ist alles in dem Interface Guidelines, in den Interface Guidelines mit drin. Hier nochmal ein weiteres, jetzt für Windows, Design and Code Windows Apps. Und da gibt es auch wieder diese Design Guidelines. Und wenn wir jetzt hier weiterschauen, zum Beispiel hier die Frage, wie wird ein Kalender, also wo ich Zeit, Datum auswähle, wie wird es verwendet? Und da gibt es dann eben auch Calendar Date and Time Controls. Schaue ich mir durch, welche das sind, wie die verwendet werden, wie die anzuordnen sind und so weiter. Und damit weiß ich dann, wenn ich eine Zeit oder eine Kalendereingabe habe, nehme ich das Control und verwende es in der Form. Ähnlich hier das Verwenden von Slidern, also von Schiebereglern, wird eben auch beschrieben. Wann verwende ich Schieberegler? Wie verwende ich die? Also das heißt, auch wenn ich mir nicht sicher bin, soll ich einen Schieberegler nehmen oder lieber eine Zahleingabe oder soll ich Buttons verwenden? Dann kann ich da nachlesen und dann steht eben hier, wann es der richtige Punkt ist, einen Schieberegler zu verwenden. Und da sieht man eben auch wieder, das ist bei Controls und unter Controls gibt es Basic Input und da gibt es eben Buttons, Checkboxes und so weiter und da gibt es eben auch irgendwo die Schieberegler, die Slider. Fürs Web ist das Ganze etwas schwieriger. Ich habe hier einen Web-Style-Guide, der ist jetzt auch schon in der vierten Iteration. Im Web ist eben das Problem jeder Design. Es gibt keine Autorität in dem Sinne. Bei Android, bei macOS, bei Windows sind die Firmen dahinter und die sagen eben, wir wollen, dass es so ist. Der Entwickler kann es immer noch anders machen. Im Web, da gibt es sehr, sehr viel Leute, die glauben, sie sind innovativ und machen das eben anders. Also ein gutes Beispiel ist, wie sollte man einen Link machen, wenn man in die 90er zurückschaut. Da war eben der Link ganz klassisch blau unterstrichen. Heute gibt es eine ganze Menge an Richtlinien, wie eigentlich Links gut sind. Leider ist es eben nicht konsistent. Und was wir hier sehen, aber hier gibt es zumindest ein Style Guide, den kann man sich anschauen, wo Leute sagen, naja, wie sieht es aus? Wie soll die Typografie aussehen? Wie soll das grafische Design aussehen? Wie sollen wir schreiben, wenn wir fürs Web machen? Web-Dokumente erstellen. Und auch hier ist es so, die Autorität ist beschränkt, aber es ist was, wenn man sich jetzt überlegt, mache ich so oder so, ist das zumindest ein Startpunkt, um sich das mal genauer anzuschauen. Jetzt gehen wir nochmal 15 Jahre zurück, um so ein bisschen zu sehen, wie sich Sachen verändert haben. Hier sind die Apple Human Interface Guidelines von 2005, also es ist pre-iPhone. Und was man eben hier sieht, ist, es wird dann genau beschrieben. Also zum Beispiel, es gibt Icons für das System, also die sind schwarz-weiß und Icons für die Anwendung, die sind farbig und so weiter. Das steht alles genau da drin. Das heißt, wenn ich ein neues Anwendungs-Icon mache, sollte ich eben das nicht schwarz-weiß machen, weil sonst wird es eben mit den System-Icons potenziell verwechselt. Auch was wir hier sehen, das ist inzwischen ein Stück weit zurückgegangen, weil das im System schon drin ist und man es eigentlich an vielen Stellen nicht mehr ändern kann. Aber hier, was wir sehen, ist, da wird genau gesagt, also zwischen der Überschrift und dem Rahmen sind so und so viele Pixel oder wenn man jetzt die Radio-Buttons betrachtet, das sind eben 8 Pixel zwischen dem Label und dem Knopf und zwischen zwei Buttons sind 6 Pixel. Was wir jetzt in den letzten 10 Jahren gesehen haben, dass einiges der feinen Kontrolle eigentlich verloren gegangen ist, wenn wir Libraries, Frameworks verwenden. Und um auf die Ebene zu kommen, muss man dann schon sehr tief einsteigen. Und wir sehen jetzt dann gleich auch noch, wenn wir für GNOME das anschauen, da gibt es diese Sache noch, weil da eben die Leute häufiger eher tiefer einsteigen. Das ist aus GNOME. Ein anderes, was natürlich in so einem Guidelines nicht fehlen darf,
sind, ja, was sind die Tastatur-Shortcuts, die ich implementieren soll. Und hier wird eben gesagt, naja, wenn ich eine Anwendung baue, dann soll ich auf Control S, also auf Steuerung S, soll ich das Speichern des Dokuments legen. Und zum Beispiel auf Control P das Drucken. Und Undo ist Control Z und Redo ist Shift Control Z. Und das ist auch so, ja, wenn ich mich da dran halte und Leute kommen neu zu meiner Anwendung, dann können sie die einfach benutzen. Und hier ist auch nochmal aus dem GNOME Developer Guide was, wo eben auch genau drin steht. Also hier ist, das sind dann teilweise auch noch falsche Beispiele, wo gesagt wird, so nicht. Also das obere ist so incorrect spacing and alignment und das untere ist, so soll es gemacht werden. Und da stehen dann auch nochmal genauer drin, wie viel Abstände, das sind 6 Pixel zwischen 2 Feldern. Wenn wir irgendwie ein Bild haben und danach Eingabefelder, haben wir 12 Pixel und so weiter. Das heißt, da ist sehr genau beschrieben, wie das auszusehen hat. Das heißt, ich brauche mir das selber gar keine Gedanken drum machen. Auch hier, welche Arten der Touch-Interaktion werden wie unterstützt. Hier wieder eben die Liste und man kann dann durchgehen und dann kann man sehen, naja, Tap on Item, Primary Action, das heißt, so das Tippen ist so das die Hauptaktion und das soll dann eben, also zum Beispiel ein Element geöffnet werden. Und das steht alles damit drin. Wenn ich das implementiere, kann jemand ohne großen Lernaufwand meine Anwendung verwenden. Was bei GNOME jetzt noch ganz interessant ist, da gibt es eine Interface-Checkliste, wo ich dann am Ende durchschauen kann, habe ich denn alle? Oder wenn mir jemand eine Anwendung gibt, kann ich schauen, hat die denn alles? Und da gibt es zum Beispiel grundsätzliche Prinzipien, kann ich alles, was ich gemacht habe, auch wieder rückgängig machen, also insbesondere bei was Settings angeht, kann ich mit dem Keyboard navigieren. Da gibt es dann eben Unterpunkte, da kann ich genau schauen, also ich lese mal einen zufälligen vor. The application does not use any general navigation function to trigger operations. Das heißt, wenn ich rauf oder runter gehe, links, rechts, mit meinen Buttons, mit denen ich hin und her gehe, dann soll nicht irgendwas anderes passieren. Dann haben wir das für Fonts und Text, für Farben, für die Mausinteraktion und auch für grafische Elemente. Das heißt, wir haben das für alles, was damit reinspielt und dann können wir die durchchecken und sehen, ob eben unser Interface zumindest den Richtlinien in der Checkliste entspricht. Also hier noch Vergrößerung, Audio, Animation, nochmal Fokus und Timings. Damit sind wir am Ende. Hier noch einige Fragen, wenn Sie die beantworten können, haben Sie das verstanden? Nochmal, wie gesagt, User Interface Guidelines sind nicht zum Auswendiglernen oder Lernen, sondern das sind Nachschlagewerke und man muss verstehen, wie man dort nachschlägt. Als Referenzen hier nochmal eine ganze Menge an User Interface Guidelines von den verschiedenen Betriebssystemen, die wir kurz angeschaut haben und auch nochmal die Verordnungen zur barrierenfreien Informationstechnik und zu den Arbeitsstätten. Und damit noch unsere Lizenz. Vielen Dank fürs Zuhören.